Seit 25 Jahren unterstützt die chemische Industrie in Baden-Württemberg Schulen. Der Dialog Schule Chemie, kurz DSC, wurde 1991 eingerichtet. Seither sind viele Gespräche geführt, Pädagogen geschult und Eindrücke aus einer innovativen Branche vermittelt worden. Aber es geht weiter. Markus Scheib, der Vorsitzende des Arbeitgeberverbandes Chemie im Land, zieht nach einem Vierteljahrhundert eine für beide Dialogpartner positive Bilanz. Nun, in den 25 Jahren haben wir den Pädagogen die Hand zum Dialog gereicht und die Pädagogen haben diese Hand sehr gerne genommen. Wir Unternehmen haben Einblicke gekriegt in die schulische Praxis und umgekehrt konnten die Unternehmen den Lehrerinnen und Lehrern wertvollen Input für ihren naturwissenschaftlichen Unterricht geben und damit haben beide Seiten gewonnen. Der Austausch war und ist für beide Seiten wertvoll, das sieht nicht nur Markus Scheib so. Auf dem Lehrerkongress in Böblingen zeigten beispielsweise Professor Matthias Ducci aus Karlsruhe und Professor Marco Oetken aus Freiburg, wie mit einfachen Mitteln effektvoll und praktisch aktuelles Wissen in den Schulen vermittelt werden kann. Die Verbände unterstützen Fortbildungen, in denen Lehrerinnen und Lehrer diese Versuche lernen können. Und der Dialog Schule Chemie zeichnet aus: herausragende Pädagogen, die dem Motto experimentieren, begeistern, vernetzen entsprechen. Bernhard Horlacher ist Preisträger 2016 und weiß um den Wert der Netzwerke. Die Szene kennt sich. Ja. Die Szene kennt sich und dann geht es mir nicht darum, zu zeigen, dass ich was besser kann, sondern es geht mir darum, dass wir zusammen was hinkriegen, was ich allein nicht hinkriegen würde. Ja. Und habe damit überhaupt keine Probleme, jemand anzusprechen. Und die lassen sich ansprechen und machen damit. Das finde ich gut. Ja. Beispielhaft für gemeinsame Erfolge ist der Lehrerkongress. Ohne zahlreiche Partner aus Bildungseinrichtungen, Industrie oder der Schule wäre das vielfältige Angebot nicht möglich. So lädt der Kongress nicht nur zur eigenen Weiterbildung ein, sondern auch zum Erweitern des Netzwerkes. Teilnehmer können sich zu den gehörten Themen austauschen. Die erlebten praktischen Versuche diskutieren sie mit Kollegen und finden Gemeinsamkeiten und neue Anregungen, auch zu allgemeinen Schulthemen. Immer wieder spielt in den Informationsforen des Lehrerkongresses der Übergang von der Schule in den Beruf eine Rolle. Einblicke in die Arbeitswelt, praktische Berufsorientierung und die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen sind regelmäßig Themen. Außerdem erfahren die Pädagogen, wie sie neue Ideen für den eigenen Unterricht durch die Förderung des Fonds der chemischen Industrie auch in Zeiten knapper Kassen in den Schulen umsetzen können. Für Chemie und andere naturwissenschaftlich interessierte Lehrer im Land lohnt sich der Besuch des Lehrerkongresses also auf jeden Fall, meint Tobias Pacher, bei den Verbänden zuständig für den DSC. Mit dem Lehrerkongress bieten wir eine ideale Plattform. Die Lehrerinnen und Lehrer können Informationen sammeln, Kontakte knüpfen und ihr Netzwerk ausbauen. Sie leben wirklich den Dialog zwischen Schule und Chemie.